So. Und noch einmal, weil ich es verkackt habe letztes Mal mit dem Ton. Wunderbar. Ich bin der Beste. Egal. Ich wollte eigentlich nicht schneiden. Okay. Ich habe hier wieder einen Poetry Slam. Wer hätte das gedacht? Was ganz Neues von mir. Wow. Okay, das liegt daran, dass ich aktuell so viel hochlade und Zeug mache, weil ich habe ein kaputtes Knie. Und ich kann nicht raus trainieren gehen. Das ist unglaublich. Naja. Kommen wir zu dem Ding, das heißt Brüde. Ich sitze zu Hause und merke, es läuft kein MTV mehr. Das ist 2011 und wir haben es schwer, mit gutem Content anzukommen. Denn nur dieser Gangster-Rap wird angenommen von den Massen, die sich hassen und beleidigen mit Motherfucker. Aber wie der allerbeste Trucker-Fahrer steuere ich meine Textladung durch diesen ganzen Dung, den diese super tollen Helden täglich produzieren. Ich will euch provozieren, will euch aufwecken, will, dass wir alle checken und diese Plagen in vielen Tagen mit harter Arbeit, gedanklich eingeschneit, für vieles nicht bereit, laut Noten nicht gescheit und imaginär dauerbreit. Aber jetzt ist meine Zeit, meine 3 bis 4 Minuten lasse ich mein Herz hier bluten mit meiner Kritik an der Rap-Szene. Aber dieses Dissen ist mir echt zu flach, so dass ich... Naja, ich sehe keinen Sinn im allen Gangster-Rap, weil ich einfach diesen ganzen Hass nicht check. Piep, 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 warum haben wir uns nicht lieb? Stattdessen Dissen und ewiger Rap-Krieg. Aber ich krieg das nicht gebacken, bekomme es nicht rein. Warum muss es so sein? Oder stehe ich allein auf verlorenen Posten und merke nicht, wie meine Pfosten alle rosten und meine Basis einbricht? Doch daran glaube ich nicht. Denn für mich sind diese Menschen die Schlimmsten, die grundlos beleidigen, auf Aussagen vereidigen und wir können uns vereinigen. Sie werden mich steinigen für jedes Wort, jede Zeile, jedes Stück Wahrheit, jede Klarheit, die ich versuche zu schaffen, damit auch die letzten Affen es raffen und nicht nur gaffen und akzeptieren, was sie hören. Und ich störe ihren Sendekanal und das Ganze alleine und kontraverbal. Bin wie ein großer Wal der Wahrheit, der sich gestrandet fühlt, den nur noch sein Ehrgeiz zurück ins Meer spülen kann. Denn was will ich erreichen? Ich will die Weichen stellen, will euch von Truth Rap erzählen. Werde nur mit Verstand wählen, denn jede Politik ist nur so gut wie das Stück, das am schwächsten in ihr ist. Und wer sagt uns, dass nicht du das bist? Oder ist dir der Gedanke zuwider? Immer die alten Lieder von ihr seid das Volk, ihr habt die Qual der Wahl nicht nur einmal. Aber sich auszuruhen und einfach gar nichts zu tun, ist eine falsche Entscheidung. Man toleriert Massenvertreibung von Meinung und Manipulation durch die Röhre und schon glaubt man, dass ein Terrorist automatisch auch ein Araber ist. Doch wacht auf und schaut hin, denn es ist schlimm, wie einfach man ein Bild hinnimmt und es als sich ausgibt, bis man sich ausgegeben hat und Dschihad verteufelt, weil man nur Schlechtes hört, aber das ist etwas, was mich absolut stört. Denn wie können wir wissen, was wir nicht erfahren? Sag mir bitte, wer sind hier die wahren Terroristen, die dein Gehirn fisten und ganze Ladungen und Meldungen von Scheiße dort abladen, von Maskeraden und Kameraden und Kameras, die dich überwachen Tag und Nacht? Denn wenn ihr drüber lacht, glaubt ihr es nie. Irgendwann pflanzen sie dann die RFID unter deine Haut. Und ihr ruft laut, wieso hat uns das nicht früher gestört? Hätten wir nur den richtigen Rap gehört. Ja, das war Prüde von mir. Jetzt vor, was weiß ich, ich glaube 2 Tagen. Frisch geschrieben, so runter. Außerdem mache ich gerade bei einer 30-Tage-Challenge mit. Wer möchte, kann da gerne mitmachen. Und zwar ist das 30 Tage ohne Zucker. Das heißt, ich nehme keine Schokoriegel, einfach Zucker ist gemeint. Keine Schokoriegel, Schokodrinks oder was es alles an Zeug gibt. Ihr kennt das, alles, worauf man so spontan Lust hat. Und ich werde versuchen jetzt ein Tagebuch zu machen. Das werde ich hier verlinken. Und zwar werde ich da schreiben, was ich mache, wie ich das mache, wie ich das finde, alles drumherum. Wer es interessiert, kann sich angucken. Wer nicht, scheiß drauf. Okay, wie gesagt, es geht darum, ich werde alternative Sachen machen, immer wenn ich Lust kriege, irgendwas Süßes zu essen. Und zwar entweder 20 Liegestützen oder ich trinke ein Glas Wasser oder ich kahle einfach ein Stück Brot. Ja, oder Obst oder was halt da ist. Das ist, da möchte ich euch gerne dazu einladen, 30 Tage durchhalten. Yay, so ein bisschen wie Fasten. Und wer möchte, kann mitmachen. Wem es gefallen hat, hier ist so ein Daumen runter. Ja, erzähl mir, wer mitdenkt. Wem es nicht gefallen hat, tut mir leid. Macht eine Videoantwort und disst mich kaputt. Am besten mit richtig harten Texten wie ich ficke dich, ich mach dich kaputt. Dann drehe ich den Swag auf und dann ist Schluss. Hallo, ciao.
Ciao.